Wir sind zurück beim Aquaris X5 und wir sehen uns an dieser Stelle einmal die Bedienung der Kamera-App etwas genauer an. Dazu gehen wir einmal auf dieses leicht umdesignte Icon dort unten rechts neben dem Play Store. Das wird immer von Haus aus, wenn es genau gerade ausgeliefert wurde, hier unter Android 5.1.1, hier wie gesagt unter BQ, beziehungsweise beim Hersteller BQ, beim Aquaris X5 wurde das im Design ein bisschen umgeändert teilweise. Hier liegt also die Kamera-App, auch keine Standard-Android-App, sondern hier hat man das Ganze eben noch ein bisschen angepasst. Das ist hier wirklich die Herstellerversion. Was sehen wir hier genau an dieser Stelle? Wir haben hier einmal die Möglichkeit, über diese kleine Navigationsleiste dort herein, nicht herein und heraus zu zoomen, sondern uns Helligkeitseinstellungen anzeigen zu lassen. Das heißt, wir können hier die Belichtung auswählen, hat das hier wieder aufgeteilt in die herkömmlichen 0 bis minus 2 und 0 plus 2. Das heißt, man sieht es hier so ein bisschen an den Seitenstrichen, die hier angebracht wurden und kann das Ganze eben aber auch wieder auf normal lassen. In der Mitte hat das also direkt verlinkt. Man hat die Option, wenn man einmal hier unten sich das Ganze ansieht, über die Geste von links nach rechts zu gehen, in die einzelnen Kategorien zu wandern. Wir haben insgesamt die Kategorien Panorama, Foto, Video, Zeitlupe und auch Timelapse. Die werden wir uns natürlich gleich noch etwas genauer ansehen. Welche Optionen haben wir noch? Wir haben ganz oben rechts einen kleinen Button, der uns ermöglicht, zwischen den einzelnen Kameras herumzuwechseln. Hallo an dieser Stelle. Und wir sehen genau an dieser Stelle also dann auch noch bei dem Display die Möglichkeit, das Ganze über Touch natürlich zu fokussieren. Erscheint das Icon in grün, gibt es auch. Ich mache das Ganze mal etwas lauter. Guter Versuch. Ich mache das Ganze mal etwas lauter, so rum. Dann könnt ihr dort auch auslösen und man hört auch dann an der Stelle, wenn es soweit ist und wenn das Ganze dann grün geworden sein sollte, akustisch. Genau so an dieser Stelle ein kleines Signal, das dort wirklich auch fokussiert wird und abgedrückt werden kann. Was ist jetzt gerade passiert, als ich versucht habe, das Ganze lauter zu stellen? Man hat hier direkt den Auslöser auf die Wippe gelegt. Das heißt, dort wisst ihr dann auch direkt, was Sache ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder einstellen und den Auslöser, den physischen Auslöser auf andere Stellen legen. Ansonsten ist der Auslöseknopf herkömmlicherweise natürlich hier unten. Fokussieren könnt ihr über das Display, ohne dass direkt abgedrückt wird. Oder aber ihr nutzt wirklich dann die Lautsprecherwippe zum Fotoschießen an dieser Stelle. Was habt ihr sonst noch für Möglichkeiten? Ihr habt die Möglichkeiten, einmal von unten schnell nach oben zu ziehen und dann einfach euch mit dieser Geste in die Galerie hinein zu bewegen und seht dann genau an dieser Stelle die einzelnen Bilder. Ihr könnt dort wieder die Bilder teilen, Bilder aussortieren, löschen, bearbeiten und alle anderen Sachen machen, die euch so einfallen an dieser Stelle. Ihr habt auch die Option, durch langes Gedrückthalten des Displays bzw. langes Gedrückthalten hier unten noch einmal in einen etwas manuelleren Modus zu wandern. Das ist nämlich der manuelle Modus für den Fokus. Das heißt, man hat es hier gesehen, haltet ihr das einfach einmal gedrückt, dann habt ihr hier die Option, nochmal einzelne Sachen euch aufzurufen. Hier ist es an dieser Stelle einmal der Fokus. Das heißt, wollt ihr eher in die Landschaft gehen oder eher das dort vorne fokussieren, habt dann auch die Option, nach diesem lang gedrückt halten, euch dieses kleine Menü nochmal aufrufen zu lassen, wo dann alle manuellen Einstellungen zu finden sind. Als erstes ist das die Einstellung Blitz, automatischer Blitzmodus, permanenter Blitzmodus, der dann immer blitzt, rote Augenreduzierung oder Blitz aus. Ihr könnt dann einmal zurückgehen, ihr habt auch wieder einen Timer, das heißt einen zeitverzögerten Auslöser, ausstellen, 10 Sekunden oder 2 Sekunden ist hier die Möglichkeit, habt die Möglichkeit, euch ein Raster anzeigen zu lassen, wie man es hier sieht. Habt die Möglichkeit, direkt dort neben den HDR-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Es gibt also wieder Vorteile. Mehrere Fotos werden aufgenommen, ein Durchschnitt wird berechnet und ihr habt dann ein Foto mit mehr oder minder optimaler Belichtung, optimalen Kontrastwerten und anderen Einstellungen. Direkt dort neben befindet sich nochmal hier so ein kleiner Nachtmodus, der das Ganze einscannt und dort nochmal den einen oder anderen Vorteil vielleicht schafft. Was haben wir direkt dort neben? Direkt dort neben haben wir einen Weißabgleich. Ihr habt hier wieder Glühbirne, also Halogen mehr oder minder, Neonlicht, Tageslicht und Bewölkung, das ihr dort als Weißabgleich einstellen könnt. Direkt dort neben habt ihr die Lichtempfindlichkeit, die ist in der Regel auch auf Auto gestellt. Ihr habt hier im ISO-Modus, also in der Lichtempfindlichkeitseinstellung von 100 bis 1600 die Möglichkeit, alles nach Lust und Laune einzustellen. Dann haben wir hier an dieser Stelle noch einmal die Belichtungszeit, die lässt sich von 1 bis
1 zu 6400 an dieser Stelle einstellen oder eben auch im Automatikmodus lassen. Und ganz als letztes finden wir hier nochmal den Messmodus. Das heißt, wo sollen einzelne Sachen wie zum Beispiel die Lichtverhältnisse dort draußen eigentlich gemessen werden? Soll das in einer Matrix passieren, im Messmodus Matrix? Soll das eine Punktmessung sein oder soll das zentriert gewichtet sein? Das sind also alle Optionen, die wir hier in diesem automatischen Menü haben, beziehungsweise nicht im automatischen, sondern gerade eben im manuellen Modus hier finden. Und das Ganze können wir eben dadurch öffnen, dass wir entweder einmal kurz lang gedrückt auf der Display-Mitte einfach halten, können das hervorrufen, oder wir haben eben die Option, das einfach hier aus diesem grauen kleinen Kasten dann dort rauszuholen. Jetzt wandern wir, ehe wir in die anderen einzelnen Kategorien wandern, als erstes einmal in die Einstellungen. Die Einstellungen, die öffnen sich auch, indem wir einfach hier oben einmal drauf gehen, beziehungsweise die Leiste hier unten einmal rauskommen lassen. Und dann können wir hier uns das Ganze nochmal etwas genauer ansehen. Wir haben als erstes hier einmal die Einstellung zur Kamera. Größe der Vorschau wird hier also angezeigt, Standard 4 zu 3 oder Vollbildmodus. Bildgröße haben wir hier von 13 Megapixeln bis 2 Megapixeln, lässt sich hier alles auswählen. Das heißt, von der eigentlichen Auflösung. Bildqualität lässt sich wieder differenzieren in normal, fein oder sehr fein. Da würde ich an dieser Stelle natürlich auch wieder sehr fein da wir hier eine 13-Megapixel-Kamera immerhin haben, auch durchaus empfehlen, da wir uns hier in einem Bereich finden, der ja speichertechnisch eigentlich noch nicht relevant ist. Das heißt, wenn ihr hier Fotos aufnehmt, dann könnt ihr das eigentlich in der Regel auch immer mit 13 Megapixeln aufnehmen und eben mit der Bildqualität sehr fein, weil eigentlich nicht allzu viel Speicher benötigt wird. ZSL lässt sich aktivieren, Gesichtserkennung, Funktionstasten, Volumen. Hier kann man also nochmal das nachvollziehen, was ich gerade am Anfang dort direkt einmal gesehen habe. Ihr könnt einfach wieder die Tasten belegen. An dieser Stelle ist es auf Foto machen angelegt. Ihr könnt auch Zoom auf die Volumentaste auf die Lautstärke VIP belegen oder eben Foto machen, Zoom oder eben die Lautstärketaste als Lautstärketaste verwenden. Einstellung des Camcorders, Bildstabilisierung, ja oder nein, lässt sich an dieser Stelle nochmal aktivieren. Videodauer lässt sich dort näher einstellen. Funktionstasten für auch wieder die Lautstärke-Wippe. Dann gibt es noch allgemeine Einstellungen. Einstellungen der Leuchtstärke, Tonkamera. Da könnt ihr einfach das Ganze nochmal ein- oder ausstellen. Ton der Kamera, Piepton beim Countdown, Standort speichern, das heißt GPS-Daten mit aufnehmen, ja oder nein. Damit ihr nachvollziehen kann, wo ihr eigentlich ein Foto oder Video aufgenommen habt. Und dann habt ihr auch noch die Option, die Standardeinstellungen einfach wiederherzustellen. So, das waren dann auch schon alle einzelnen Menüs, die wir hier aufrufen können. Und jetzt bewegen wir uns einfach noch einmal von dem Fotomodus ausgehend in die einzelnen anderen Kategorien. Und zwar als erstes in die Kategorie Video. In der Kategorie Video, wie gesagt, haben wir auch wieder die Option, oben rechts einen Wechsel zwischen den einzelnen Seiten herzustellen, haben aber auch die Möglichkeit, einfach über den Rec-Button natürlich dort aufzunehmen, Pause zu drücken, die Aufnahme wieder zu starten und dann irgendwann zu sagen, dass man genug aufgenommen hat und einfach auf Stopp zu drücken und man hat das Video gespeichert. Oben links kann man dann auch auf so ein kleines Icon, das immer schwer zu sehen ist, gehen und sich das Ganze anzeigen lassen oder man wischt eben wirklich einmal komplett nach oben, um dann in die Galerie weiterzuwandern und sich das Ganze ansehen zu können. Das waren auch schon alle Optionen, die wir hier im Videomodus finden. Wir haben natürlich auch an dieser Stelle wieder die Möglichkeit, das manuelle Menü hervorzurufen, indem wir hier ein bisschen nach oben streichen, Raster uns anzeigen zu lassen, Taschenlampe. Wir haben hier, wie gesagt, zwei LEDs, die sich hier auch um Blitz und Taschenlampe kümmern. Mikrofonaufnahme, ja oder nein. Nachtmodus, ja oder nein. AV. Manueller Fokus, Autofokus deaktiviert oder Autofokus aktiviert, das ist eine Option, die wir haben. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier direkt die Videoqualität einzustellen. Höchste Videoqualität, die wir mit diesem Smartphone erreichen, ist Full HD 4K-Modus. Den gibt es an dieser Stelle nicht. Wir gehen weiter und zwar gehen wir in Richtung Zeitlupe. Bei der Zeitlupe einfach auch auf dem Startknopf, auf den roten Knopf drücken und einfach loslegen. Wir haben auch hier die Option, über den Wisch nach oben, Taschenlampe, Raster, Nachtmodus, Autofokus, ja oder nein und die Frames per Seconds, das heißt Bilder pro Sekunde Anzahl, hier uns anzeigen lassen und wir kommen hier mit Bildern pro Sekunde auf maximal 120 Bilder pro Sekunde. Das ist schon eine relativ hoch frequentierte Bildaufnahme, das heißt, das wird auch dementsprechend ziemlich viel Spaß vermutlich bereiten, diesen Zeitlupenmodus einmal zu testen. Timelapse, Zeitraffer-Modus können wir also hier an dieser Stelle auch aktivieren und auch dort haben wir die Möglichkeit im manuellen Modus Raster, Taschenlampe, Nachtmodus,
Fokusmodus und an dieser Stelle auch nochmal die Timelapse mit verschiedenen Sekunden bzw. Minuten uns anzeigen zu lassen. Das heißt, soll jede halbe Sekunde ein Bild aufgenommen werden oder soll maximal alle 5 Minuten ein Bild für diesen Zeitraffer aufgenommen werden. Auch alles relativ übersichtlich, aber eben auch durchdacht gemacht. Wir wandern einmal von ganz rechts nach ganz links rüber. Zeitlupe haben wir schon uns angesehen, Timelapse auch, Video auch, Foto auch. Wir wandern also am Ende zum Panorama-Modus. Im Panorama-Modus ist es hier wieder so ein bisschen angepasst, dass wir hier unten einen kleinen Balken haben, mit dem wir uns das Ganze anzeigen lassen können. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal links an und wandern dann einfach rüber, bis uns das nächste Bild dann wirklich dort auch angezeigt wird. Ja, intuitiv bedienbar, wie eigentlich nahezu jeder andere Panorama-Modus auch. Jetzt hat sich komischerweise gerade die Kamera beendet. Ja, das soll es insgesamt auch gewesen sein zum kleinen Bedienungstutorial der Kamera-App hier im Aquaris X5. Wie gesagt, eine eigentlich leicht angepasste Version, basierend auf Android 5.1.1 Lollipop, aber eben in der Oberfläche und in den einzelnen Menüführungssachen nochmal eigentlich komplett überarbeitet vom Hersteller. Daher, ja, aber eigentlich insgesamt wirklich relativ intuitiv bedienbar und relativ übersichtlich gestaltet. Wir werden natürlich auch wieder einzelne Bilder, Originalbilder unbearbeitet aus diesem Smartphone auf unserem Instagram-Account platzieren. Also gerne checkt gerne einfach diesen Instagram-Account auch einfach mal aus, wenn ihr Live-Bilder sozusagen aus dem Smartphone euch mal einfach ansehen wollt, um einfach die Bildqualität besser nachvollziehen zu können. Und natürlich gibt es auch wieder von Haupt- und Frontkamera nochmal Videos, die wir mit dem Smartphone erstellen und auch nochmal mit in die Playlist packen, damit ihr einen besseren Eindruck davon bekommt. Solltet ihr Fragen haben, dann stellt die gerne in den Kommentaren unterhalb des Videos. Solltet ihr weitere Informationen suchen, dann besucht doch auch gerne unsere Website unter handy-mc.de. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.